So, und weil es so schön ist, heute direkt wieder zurück zu Stardew Valley. So, erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich das Spiel wieder spiele. Ich freue mich echt drauf. Oh, und hier blibbelt irgendwas. Catch a Squid. Okay. Später vielleicht, Willi. Später vielleicht. So, bei uns ist ja hier aktuell nicht allzu viel zu tun. Es ist ja Winter. Das heißt, wir werden heute mal gucken, was wir machen. Hallo, lass mich rein. Hallo. Hallo. Klick. Klick. Hiervon so. Geheizt ist, alles ist gut. Die freuen sich. Gucken wir mal, ob unsere fleißigen Arbeiter hier was tun. Oh, guck mal hier. Auch noch was. Früchte ohne Ende. So gehört sich das. Mal erstmal hier was rein. Nein, ich werde Blackberry essen. So, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Und hier hat man gepflückt. Nein, nein. Hier ist alles gepflückte. Sehr gut. So, wie sieht das denn mit unserer mit unserem Community aus? Ne? Ich glaube, wir machen das. Einfach, weil wir es können. Mir fällt gerade ein, ich wollte ja noch upgraden. Opa jetzt. Ich glaube. Ach, wir graden noch. Ach, wir graden gerade ab. Wir graden gerade ab. Gut, dann fahren wir mal rüber. Ne, ich glaube, das Upgrade ist noch nicht fertig. Wir laufen durch die Stadt. Eine Runde Stadt laufen ist ja auch mal ganz witzig. So. Ich hoffe, dass der Sound halbwegs von der Quali hier passt. Ich glaube, die Copper Hoe möchte ich noch auf eine Iron Hoe hochziehen. Gibt's denn für eine Quest? Oh, Willi hat. Oh, nee, Linus hat heute Geburtstag. Da muss ich ja glatt nochmal zu. Spontan. Ja, laufen ist eine ganz tolle Geschichte. Ich bin auch gerade am Überlegen. Ich glaube, wir machen Sachen noch was. Wenn das passt. Sekunde. Nein, die will ich. Hi, Mietz. Jetzt hätte ich fast Linus wieder vergessen. Es kommt davon, wenn man ewig nicht spielt, dann muss man dann alles dreifach. Ich Linus jetzt mal ein Diamant-Geburtstagsgeschenk hier einfach so, weil wir es können. Hi, Vögelchen. Miep, miep. Ach, die bleiben da oben, ist ja cool. Die vertrauen mir. Ja, also wie es vielleicht, also für alle, die jetzt nur Stardew gucken bei mir. Wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, es gab jetzt halt eine ganze Zeit lang keine Videos, beziehungsweise also ein langes Übertrieben. Aber das Problem ist, ich bin halt etwas krank und auch krank geschrieben gewesen und alles. Mein Magen macht nämlich aktuell nicht so mit. Mir ist da ziemlich häufig schlecht aktuell. Es wird auch noch alles brav untersucht. Aber deshalb muss ich jetzt gucken, wie ich das mit den Videos hinkriege. Haufen Geld ausgegeben, aber wir kriegen Crystallarium, Lightning Rod, Quality Fertilizer und. We are happy to help. Not our house after all. Oh, ist das cool. So, dann haben wir jetzt schon die nächsten. Hier kommt der Samari. So, dann bringen wir das Päckchen weg. Wir wollen hier noch ein Sternchen sehen. Wo merke ich das erste Sternchen? Ach, hier unten den Heizraum. Ja, dann bringen wir deinen Kramsi da weg. Junimos sind so langsam. Aber die sind irgendwie gut. Ich mag die. Denke ich noch mit Winter? Hartesten fehlt uns noch eins.
Da müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwo einen Apfel oder so her. Heute ist Mittwoch, heute ist der Shop eh zu. Dankeschön. So. Tschüss. Dann gehen wir jetzt mal hoch, gucken mal, was die Robin so macht, ob die am Mittwoch da ist. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ich glaube, am Mittwoch war die auch nicht da. Wäre ja sehr schade. Doch, sie ist da. Hallo. Dann können wir ein Stable bauen? Ja. Oh, 5 Iron brauchen wir dafür. Weil da ist nämlich auch ein Pferdchen drin, da können wir schneller reiten, sind schneller unterwegs hier und das ist auch etwas, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. So, muss ich eh gucken, wie es mit Stream auch in nächster Zeit aussieht, weil durchgehend am Rechner sitzen ist gar nicht mal so angenehm. Aber wir werden es schon alles hinkriegen. Vertraue da. Also wenn ihr auch gesehen habt, ich habe heute auch noch Overwatch rausgenommen, habe ich auch ein paar Folgen im Voraus aufgenommen, damit ich mich damit nicht so beschäftigen muss. Aber ich liebe das Spiel und das kann man eben auch sehr, sehr gut so mal für ein oder zwei Rundchen spielen. Und dementsprechend dachte ich mir, lasse ich euch daran teilhaben. Wir brauchen noch 5 Iron Bars. Noch 5 Iron Bars? So, ablegen. 5 Schokoladenkuchen. Ne, 3. Hier rein die Crystal Flow. Das Crystallarium sollten wir vielleicht aufschieben. Leg nur Karton aus. Packen da einfach mal Diamanten rein. Dann kriegen wir zumindest welche raus. Auch wenn es lange dauert. Aber wir kriegen welche. Wenn er immerhin. Ne? Okay. Also wir müssen jetzt Linus finden und wir müssen noch zu Robin. Und dann sollten wir soweit sein, dass wir heute Tatsache sehr, sehr effizient was gemacht haben. Und der nächste Tag wird ja umso spannender. Also wahrscheinlich auch tödlich, aber finde ich spannend. Njo. 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 Wahrscheinlich hätte ich oben rumlaufen können, das wäre schneller gewesen, aber wir können gleich mal gucken, ob Linus hier irgendwo rechts rumsteht. Hätten wir von oben gekonnt. Egal. Hi Robin, ich bin's nochmal. Ich hätte gerne einen Stall, bitte. Bauen. Ich weiß nur noch nicht ganz, wohin. Ich war erst im Überlegen, ob der hier vorne hinpasst, aber es geht. Nee, es geht. Schade. Wäre echt schön gewesen. Wir wollen ihn hier unten hin. Na, da kommen wir dann mit unserem. Ist auch ziemlich egal. Hier ist der ganz cool, dann haben wir gleich zu Anfang. Ja. Machen wir das so. Lass mal Robin mal den Stall bauen. So, jetzt sind wir so gut wie pleite. Ja. Ah, passiert. So. Nee. Wir wollten noch Linus. Linus. Oh, guck mal hier. Hallo. Eine Puppe. Hat man die schon? Nee, Gunther can tell you. Dann werden wir noch zu Gunther müssen. Los. Hier. Hallo, Linus. Sehr gut. Das freut mich. Geburtstagsgeschenk liebst. Ist auch ein tolles Geschenk. Mit Diamanten könntest du dir jetzt vielleicht überlegen, mal umzuziehen oder so, ne? Irgendwo anders hin. Schön ein Haus kaufen oder so. Ich meine, ein Diamant bringt ja bestimmt Geld. Also allen außer mir, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Diamanten nicht so viel wert sind, wie ein Diamant halt wert wäre. Und aktuell, glaube ich, bei einem Preis von 10.000 Dollar pro Gramm ungefähr. Und wenn ich mir dieses riesen Klunkerding angucke, dann ist das schon ein bisschen mehr. Also so. Ja, ihr könnt es ja mal ausrechnen. Was. So, gucken wir mal, ob er schon fertig ist. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, wann die abgeht. Ja, eine goldene Pika. So habe ich mir das vorgestellt. Dann gehen wir hier hin. Geben Gunther mal ein Büppchen. Hi Gunther. Hi Gunther. Hallo. Gut, kann was donaten. Bitte. Und zwar eine Ancient Doll. Nichts gebracht, aber immerhin haben wir einen Teil mehr. Ich sag's euch, wir müssen 2 Lesefolgen machen. Warte mal. Ah, hallo Penny. Hier. Hey, haben die irgendwas geändert?
Schenke hat es gekriegt. Jetzt noch Girlfriend ist auch offiziell. Okay, jetzt müssen wir auf einen regnerischen oder schneeischen Tag. Ich weiß gar nicht, ob man im Winter überhaupt. Im Winter geht es gar nicht. So war das nämlich. Im Winter gibt es keine Chance zu heiraten. Dachte, ich schaff's im ersten. Aber anscheinend will das Schicksal das nicht. So, damit wir jetzt noch ein bisschen was schaffen, gehen wir nochmal an den Strand und graben noch eine Runde um, würde ich sagen. Erz gefunden. Und am nächsten Tag haben wir dann Tatsache ein bisschen Wüstenarbeit. So. Geh einfach mal hier hin. Wow, bringt ja total viel. Aber wir können mit den Winterroots halt für die Rootblätter einfach viel zu viel anfangen, als dass sich das lohnen würde, hier das uns entgehen zu lassen. Und die Snow Yams sind ja auch okay. Ne? Nicht das Beste, aber okay. Ja. Winterroot. Und weiter als bis zu dem Handtuch, ich gehe ich nicht. Runter. Aber lieber nochmal eins runter. Und ich hätte gern ein Squid. Ich bin allerdings nicht sicher, wie man ein Squid fängt. Die Winterroot erst. Ich weiß, es ist nicht die spannendste Aktion, die wir jemals gemacht haben, aber es ist gut. So, dann müssen wir uns überlegen, was wir die nächste Zeit überhaupt machen wollen. Ich meine, der Winter ist halt, hat halt wenig mit Pflanzen und so zu tun. Dafür können wir aber einen richtig coolen Frühling dann bauen. Ich bin so froh, dass wir diese Copperhaube haben, ey. Ohne die wäre das, glaube ich, noch viel anstrengender. Obwohl es natürlich mit der Iron noch schöner wäre. Das glaube Tatsache, ich werde nochmal die 5000 Gold investieren. Ich werde mir eine Iron Hoe bauen. Auch für den Sommer danach, einfach um schneller wieder klarzukommen und schneller unsere ganzen Gerätschaften in Ordnung zu bringen. Und ich wollte bei. Ah, verdammt, ich wollte bei Robin auch noch ein Rezept. Was ganz Tolles gesehen. Aber guck mal, komm mal. Na, na, na. Mehr grabe ich jetzt hier aber nicht. Und jetzt gehen wir nochmal kurz rüber gucken, ob hier noch irgendwas ist. Vielleicht gibt es hier noch Würmchen oder Korallen. Korallen zum Beispiel gibt es da. Aber keine Würmchen. Schade. Nächstes Mal. Okay, so. Ab nach Hause. Ich glaube, ich fäll noch ein, zwei Bäumchen. Einfach damit wir das Grundstück da langsam mal leer kriegen oder hackt mich da durch die Gegend. Wir können auch Tatsache jetzt mal uns die großen Steine und so angucken, wie lange das jetzt noch braucht, um die durchzuhacken. Gold ist ja quasi das zweitbeste, was man machen kann. Also wir sind im ersten Jahr schon echt weitergekommen. Dafür, gut, man hat es halt schon einmal gespielt. Man hat dann etwa eine Richtung, in die man sich bewegen möchte. Ist ja alles klar. Aber trotzdem finde ich sehr interessant, muss ich sagen. So, und auch hier übrigens wieder, ihr könnt euch gerne mal zu Lautstärke von Stimme und bla unterhalten. Dann weiß ich da Bescheid. So. Frage, ob wir jetzt Tatsache Bäume fällen, oder? Geht natürlich super schnell. Alles problemfrei. Mal hier weg. Irgendwie hätte ich es gerne anders. Hier hin. Ja, wieder klar. Eins, drei, fünf. Chuckeli, chuckeli. So denke ich. Eigentlich jetzt nichts mehr. So, dann kriegen wir hier oben den Timer frei, weil ich glaube, da werden wir jetzt nächstes Jahr dann auch mal anfangen, die ersten Felder zu setzen. Ich lasse die kleinen Bäume jetzt erstmal noch stehen. Wäre ja echt ärgerlich, wenn wir das einfach so abholzen.
meine, da kann noch gut was wachsen, ne? Warum auch nicht? Oh, jetzt geht's ja los hier. Irgendwer hackt bei mir Holz, jetzt war tatsächlich wirklich. Also im Garten. Na, 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 na. So, Holz ist auf jeden Fall wichtig. Dann bin ich ganz froh, wenn wir hier alles wegkriegen. Und dann vielleicht einfach mal. Oh, kann ich gar nicht sagen. Aber egal. Muss mir mal merken, dass die auf der 4 liegen. Die Axt auf der 4 liegt. Dann kann ich hier auch hin und her machen. Ist mir jetzt egal. Wenn du im Weg stehst, stehst du im Weg. Oh, ob wir unsere Energie heute noch leer kriegen, das wird ja lange gefehlt. Vielleicht können wir auch noch ein paar Field-Snacks bauen. Cool. Eigentlich sind die Root-Blätter eigentlich sinnvollere. So. Hallo, in die Richtung. Dankeschön. Sehr nett von euch. Ich spiele übrigens aktuell mit der Idee. Ich weiß ja nicht, ob ihr auf meinem Dampfer-Channel schon mal wart. Ihr könnt ja mal gucken gehen. Sebis Dampfer-Lounge. Ich glaube, ich habe den sogar verlinkt bei mir. Ich spiele aktuell Tatsache mit der Idee, mich in dem Dampfer-Bereich selbstständig zu machen, ne? Falls irgendwer von euch selbstständig ist, ihr könnt mir da gerne ein paar Tipps geben. Der Dampfer-Lounge-Seite gibt es auch so ein E-Mail für geschäftliche Anfragen, bla bla. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Nur für den Fall der Fälle und so, ne? Weiß auch noch gar nicht, wie ich das finanziell stellen soll, aber ich gucke halt aktuell. Wird auch noch ein bisschen dauern, aber trotzdem. So. Soll jetzt auch keine Werbung sein. Ne, nur mal gleich am Rand. Oh, guck mal hier. Und wir haben gleich keine Energie mehr. 21 Energie haben wir noch. Reicht das noch für einen Baum? Mal gucken. Mal gucken. 3, 5, 6. Jetzt müssten wir, genau, war schon ziemlich am Limit. Dann ab in die Koje. So. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Kann erst morgen wieder bestückt werden. Ist mir egal. So, dann ab ins Bettchen. Und gute Nacht. Ach, die Juni. So, bis morgen, Leute. Ciao, ciao.